Hallo zusammen, dann beginnen wir jetzt erstmal mit dem Lieferumfang des CRP Mod 4. Das CRP Mod 4 wird bei euch in diesem Pappkarton ankommen. Und so sieht das aus, wenn ihr das CRP Mod 4 aus dem Pappkarton entfernt habt. Da habt ihr ein Softcase, in dem ihr das CRP Mod 4 und das ganze Zubehör einmal sicher aufbewahren könnt. So, das öffnen wir jetzt einmal. Und jetzt haben wir auch schon auf der rechten Seite einmal unsere Schnellstartanleitung mit Passwort und Registrierung. Einmal unser CRP Mod 4. Und natürlich unser Bluetooth VCI. Zusätzlich finden wir auf der anderen Seite die zwei OBD1 Adapter, einmal den Mercedes-Benz OBD1 Adapter und den BMW OBD1 Adapter. Und außerdem ein Ladekabel, ein USB-C-Kabel, um das CRP Mod 4 beispielsweise mit dem PC zu verbinden, um Screenshots etc. zu übertragen. Und außerdem haben wir noch eine Besonderheit, wir haben ein DOIP-Adapterkabel, um das DOIP-Protokoll bei neueren Fahrzeugen zu verwenden. So, kommen wir jetzt nochmal auf das Zubehör zurück. Da haben wir ja, wie gesagt, einmal das Bluetooth VCI mit dem OBD2-Adapter. Den OBD2-Adapter benötigt ihr bei allen neueren Fahrzeugen, so circa ab 2001. Bei vorherigen Fahrzeugen haben wir öfter den Fall, dass da OBD1-Adapterkabel benötigt werden. Und dazu haben wir zum Beispiel einmal den BMW 20-Pin-Adapter und einmal den Benz 38-Pin-Adapter. Im nächsten Schritt zeige ich euch mal, wie man den genau an dem OBD2-Adapter adaptiert. Um die OBD1-Adapter zu verwenden, könnt ihr ganz einfach hier den Schraubverschluss aufschrauben, dann den OBD2-Adapter trennen und dann gegebenenfalls entweder den BMW oder den Benz-Pin einmal anschließen und wieder festschrauben. Und dann könnt ihr die direkt am Fahrzeug benutzen. Um einige Fahrzeughersteller wie zum Beispiel Land Rover, Jaguar oder neuere Mercedes-Modelle auszulesen, also vollständig auszulesen, benötigen wir diesen DOIP-Adapter. Das Mod 4 weist darauf hin, wann ihr das genau benötigt und dann müsst ihr das wie im Bild anklemmen. Das heißt, das hier wird ganz normal wie gehabt mit dem OBD16-Pin-Adapter verbunden. Das heißt, hier verbindet ihr einfach euren OBD16-Pin-Adapter mit dem Bluetooth VCI. Das USB-Kabel wird dann an das Mod 4 angeschlossen und den OBD16-Pin-Adapter schließt ihr ganz normal am Fahrzeug an. Das heißt, die DOIP-Diagnose funktioniert in diesem Fall nur kabelgebunden. Ja, wie ihr sehen könnt, könnt ihr somit das Diagnosegerät und das Zubehör sicher aufbewahren und habt immer alles dabei. Im Lieferumfang findet ihr außerdem eine Schnellstartanleitung, in der genau beschrieben ist, wie ihr das CRP Mod 4 einrichtet und natürlich die Seriennummer mit dem Passwort. Jetzt werde ich aber erstmal einmal mit euch die komplette Registrierung und Einrichtung des Geräts vornehmen, so dass ihr das einmal gesehen habt. So, dann beginnen wir jetzt mal mit der Einrichtung des Geräts. Ich habe das Mod 4 jetzt mal gestartet und da seht ihr jetzt einmal, dass das halt komplett auf Englisch ist. Das heißt, wir müssen erstmal die Sprache umstellen. Dafür gehen wir auf Einstellungen unten rechts im Bildschirm, scrollen runter auf System, auf Languages und wählen dann aus, dass wir eine Sprache hinzufügen möchten. Wir können hier oben einfach Deutsch suchen. Drücken nochmal auf Deutschland und können das jetzt hochziehen, sodass wir die 1 oben haben. Und jetzt ist das auch schon auf Deutsch umgestellt. Im nächsten Schritt werden wir jetzt noch das WLAN einrichten, weil natürlich, um Software-Updates durchzuführen, um die App zu initialisieren etc., brauchen wir natürlich Netzwerk. Das heißt, wir scrollen hier oben einmal runter, halten auf dem WLAN-Symbol gedrückt und finden jetzt schon alle verfügbaren Netzwerke. So, hier wähle ich jetzt einmal das Netzwerk aus,
gebe mein Passwort ein und tippe auf Verbinden. Und dann verbindet sich das Mod 4 auch schon mit eurem Netzwerk und ihr habt halt das WLAN eingerichtet. So, nachdem wir das Netzwerk eingerichtet und die Sprache umgestellt haben, müssen wir zuerst die App initialisieren. Das heißt, wir müssen die richtige Diagnose-APK für das Gerät runterladen. Das ist eigentlich ganz simpel. Dafür öffnen wir einmal das Hauptmenü mit allen Apps, drücken hier oben auf App initialisieren, auf die Anwendung. Dann öffnet sich auch schon die Anwendung und das Mod 4 zieht sich automatisch die Seriennummer des Geräts. Das heißt, wir müssen hier einfach nur auf Bestätigen tippen, können natürlich nochmal einfach die Seriennummer, die er sich gezogen hat, mit der Seriennummer auf dem Registrierungscode halt vergleichen. Aber das passt in der Regel. Tippen wir auf Bestätigen und dann wird auch schon direkt die CRP Mod 4 App runtergeladen. Das heißt, wir haben die richtige Diagnose-APK für das Gerät heruntergeladen. So, die App ist jetzt auf jeden Fall schon mal erfolgreich heruntergeladen und wird jetzt installiert. Im nächsten Schritt öffnen wir die dann und werden mit der Registrierung beginnen. So, jetzt tippen wir hier einmal auf Öffnen Sie die Anwendung und dabei wird dann auch schon die Mod 4 Diagnose APK geöffnet. Und wir sehen den Startbildschirm. Hier können wir einmal auf Automatisch hinzufügen drücken, dann wird die Diagnose APK, also die Anwendung, auch direkt zum Startbildschirm hinzugefügt. Das schließen wir einmal und ja, jetzt seht ihr den Startbildschirm mit allen Funktionen des CRP Mod 4. Auf die werden wir aber gleich nochmal genauer eingehen. Jetzt müssen wir erstmal mit der Registrierung fortfahren. So, um die Registrierung durchzuführen, müsst ihr einmal diesen Registrierungszettel öffnen und da findet ihr dann auch schon das Passwort des Mod 4. So, ihr müsst das Gerät natürlich registrieren, um die komplette Software runterzuladen. Das heißt, ihr habt jetzt die Anwendung installiert, habt aber noch gar keine Software auf dieser APK, also keine Fahrzeugsoftware gedownloadet. Das heißt, um euch zu registrieren, geht ihr hier oben rechts einmal auf Anmelden und tippt dann auf Neue Registrierung hier unten rechts. So. Und hier müsst ihr jetzt einmal euren kompletten Benutzernamen, eure E-Mail-Adresse, euer bevorzugtes Passwort etc., euer Land auswählen und dann kommt auch schon zum nächsten Schritt. Das werden wir jetzt einmal machen. Okay. So, hier müsst ihr jetzt einmal die Seriennummer des Geräts und den Aktivierungscode bzw. das Passwort aus dem Umschlag eingeben. Und jetzt seht ihr auch schon, dass das VCI erfolgreich aktiviert wurde. Und im nächsten Schritt steht jetzt hier herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Und dann müssen wir einmal auf OK drücken und können dann die komplette Software herunterladen, die Fahrzeugsoftware herunterladen. Dafür tippen wir hier auf OK. Dann aktualisiert sich das Update Center. Wir sehen hier einmal die komplette Diagnose-Fahrzeugsoftware. Die ist auch komplett ausgewählt und müssen dann nur einmal auf Update drücken. Und dann wird auch die komplette Software einmal für das Diagnosegerät heruntergeladen. Da sehen wir alle Servicefunktionen und halt jeden Hersteller, jeden Fahrzeughersteller für die Diagnose. Genau, das kann natürlich jetzt erstmal eine halbe Stunde dauern.